Ja, manchmal gibt es nur nichts mehr als nur eine Antwort auf eine Ja- und Nein-Frage. Vielen Dank, Ehud Barak. Vielen Dank auch für einige Ratschläge, die wir mitnehmen können. Vielleicht einer der wichtigsten: We shouldn't be deterred by difficult. Ich glaube, das fasst das SEF 2017 schon ganz schön zusammen. Wir haben unglaublich viel gehört, wir haben viel gesehen, wir haben viel erfahren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich brauche noch ein bisschen eine Zusammenfassung dieser zwei Tage. Und wer könnte diese zwei Tage besser zusammenfassen als der Zusammenfasser des Swiss Economic Forums? Bitte schön, Albrecht Kresse. Willkommen in Interlaken. Hallo, hallo. Dankeschön. Das war schon mal wild. Aber ich bin nicht hingefallen. Es ist ja eine besondere Herausforderung jetzt, weil ich zum ersten Mal alle zwei Tage an einem Stück zusammenfasse. Das war ja sehr positiv zum Abschluss, ein Optimist. Aber zum Schluss konnte man sehen, ja, dass es doch ein positiver Mensch ist. Und so gilt er auch in der Heimat. Wer von Ihnen trägt noch eine Krawatte? Am zweiten Tag? Ist das dann wild? Ist es die eigene? Wer hat wirklich getauscht? Also wer eine orangefarbene Fliege haben will, ja, der kann ja mit mir tauschen, aber es sind gar nicht mehr so viele da und ich glaube, das Tauschen von Krawatten, die kaum noch einer trägt, ist nicht wirklich ein Zeichen von Wildheit. Live the Wild, das ist das Motto dieser beiden Tage gewesen. Am Ende hat es auch viel mit Dingen zu tun, die wir in den letzten Jahren schon gehört haben. Irgendwie ist es auch ein Synonym für agil, Veränderung. Verändert sich halt alles. Außer die Politiker, ja, also die Rede von Frau Leuthardt, die hätten Sie wahrscheinlich auch schreiben können. Aber sie war natürlich gut, weil sie hat Danke gesagt bei allen Schweizer Unternehmen, also bei Ihnen, dass Sie trotz dieser ganzen Vorgaben, die die Schweizer da machen, ja, die Politik, dass Sie so erfolgreich sind. Ist ein bisschen so wie Joggen mit Gewichten, ja, was Sie hier in der Schweiz machen. Das war ja auch heute und gestern auch ganz klar Thema. Und woran liegt das? Weil die Schweizer haben halt mehr Leute in der politischen Verwaltung, wo es um Regeln für die Schweizer Unternehmen geht und nicht so viel für den Protektionismus. Ja, die Amerikaner haben seit 2008 über 1000 Hemmnisse verabschiedet und die Schweizer nur 19. Vielleicht tauschen sie da einfach mal die Jobs, dann wird es für die Schweizer Unternehmen leichter. Dann kam der Engländer Timothy Garton Ash, ich habe Politikwissenschaften studiert, deshalb habe ich mich total gefreut, dass ich den Herrn mal live erlebe. Viel Neues hat er uns nicht erzählt. Ich habe etwas gelernt und zwar, wir leben in einem Zeitalter, ich weiß nicht, ob Sie das verstanden haben, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, das Anthropozän. Haben Sie das verstanden, als er das gesagt hat? Anthropozän? Ja? Also das ist die Zeit, in der der Mensch die Erde zerstören kann. Das ist anders als jemals zuvor. Der Mensch selbst ist das größte Problem. Nicht nur Donald Trump, sondern wir alle. Und das Problem von Donald Trump ist, es gibt einfach einen Kampf der Populisten, die die Demokratie zurückdrängen. Und Garton Ash hat uns zugerufen, das kann man nicht nur Professoren und Politikern überlassen, darüber zu debattieren, sondern wir alle sind aufgerufen, für die Demokratie zu kämpfen. Nicht nur auf Twitter. Er hat gesagt, total komisch, wie kann man auf die Idee kommen, ja, die Welt in 140 Zeichen zu erklären. Trotzdem fand er Twitter toll und nutzt es auch. Ja, dann gab es Preise. Das ist, gestern ging es ja erst los. Heute haben wir dann die Preise bekommen. Schicke neue Fußfesseln gibt es jetzt. Da fallen Ihnen wahrscheinlich auch ein paar Leute ein, die Sie damit losschicken könnten. Wer hat noch gewonnen? Gestern war hier jemand aus Winterthur, der konnte man kaum runterschieben von der Bühne. Ja, der wollte bis zur Preisverleihung bleiben. Leider hat er dann doch nicht gewonnen. Und es gibt jetzt Essen für 11 Franken in der Schweiz. Das alleine ist schon einen Preis wert, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, was man dafür kriegt. Aber wir haben ja gelernt, es ist auch ein Datenunternehmen. Insofern kann da nicht so viel drin sein. Aber es macht wahrscheinlich schlank, ja, wenn man Daten isst. Dann kam Jörg Pele Pelzer. Jörg Pele Pelzer, wenn ich solche Leute auf der Bühne sehe, dann werde ich immer selber sehr bescheiden, weil ich denke, Mensch, Albrecht, du könntest eigentlich viel mehr tun. Wir sollten ihn unterstützen. Er war in Äthiopien mit dem Fahrrad, vielleicht auch schon eine verrückte Idee, hat gesehen, was es dort für Elend gibt. Und mittlerweile gibt es, ich glaube, 30 Schweizer Chirurgen, die schon da gewesen sind. Über 50 Chirurgen in Äthiopien, Unfallärzte hat er schon ausgebildet. Und ich denke, wir sollten ihn unterstützen. Und dann kam etwas, das ist für mich,
ja, der Herr Schlesinger, da sitzt er. Ja? In der App war der ja drin mit einem Bild, da habe ich gedacht, bin ja mal gespannt, wie sie kommen. Ja, aber er kam in seiner Lieblingsfarbe, dunkelblauer Anzug. Also auch ein disruptiver Mensch, der so viel mit Farbe zu tun hat, kann im schicken dunkelblauen Anzug auftreten und trotzdem zeigen, dass er für all das steht, was Schweizer KMU so erfolgreich macht. Auch dieser zivile Ungehorsam, zu dem er aufgerufen hat. Er will auch gar nicht aufhören, sich aufzuregen, weil die Politik so viele blöde Regeln macht. Unter anderem, schöne Geschichte mit dem Handlauf. Weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Ja, also er musste den umbauen, den Handlauf. Ich weiß nicht, ob sie es auch wirklich gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie es nur behauptet, weil er bricht ja regelmäßig die Gesetze. 20 Zentimeter sollte der nach oben gesetzt werden, weil die Leute gewachsen sind. Also wenn Sie demnächst einen Androiden von einem echten Schweizer unterscheiden wollen, wir waren uns ja vielleicht auch nicht mehr sicher, wer hier noch ein echter Mensch ist auf der Bühne, dann gucken Sie einfach mal, ob der im Jahr 2 Zentimeter wächst. Dann ist es noch ein echter Schweizer. Ansonsten war das auch, ist das ein Familienunternehmen, das Sie da aufgebaut haben und Sie sind agil, ja, das heißt, und Design Thinking war letztes Jahr ein Thema, die Kunden kommen, sie können ihre Farben selber mischen und am nächsten Tag haben die schon in der ganzen Welt. Und er hat gesagt, emotional sein, das glauben wir ihm sofort, ja, dass er das ist. Er hatte schon fast den Vertrag mit den Chinesen unterschrieben und dann der Bräutigam am Tag der Hochzeit, ja, ist er abgehauen nach Indien, weil er sagt, irgendwie fühlte sich das besser an. Also, seien Sie Bauchmenschen. Dann kam Erik mit dem Nachnamen, den ich nicht aussprechen kann. Deshalb lasse ich den mal weg. Und der hat uns erklärt, wie die Digitalisierung sich jetzt verändert. Wir hatten das erste digitale Zeitalter. Da ging es immer nur darum, dass man etwas kodifiziert, digitalisiert und dann repliziert. Und jetzt sind wir aber in einer Zeit, wo diese blöden Maschinen immer schlauer werden. Die können jetzt Kekse von Hunden unterscheiden. Die verstehen uns auch. Das war eine interessante Kurve, wie wir gesehen haben. Innerhalb von 10 Monaten ist die Fehlerquote bei der Spracherkennung, glaube ich, von 8,5 auf 4,9% runtergegangen. Ich weiß nicht, ob die Schweizer Dichter da auch erkannt werden, dass verstanden werden. Das ist die Fehlerquote wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Und die Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich, die wurde auch gestellt, wann stellen diese schlauen Maschinen fest, dass wir zu doof sind und stören? Und die Antwort war, wir müssen uns keine Sorgen machen, weil Eriks Freunde kümmern sich darum. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich beruhigen soll. Ja, dann ging es um die Verwaltungsräte. Ich weiß nicht, wer das lesen will, kann das gerne tun. Also das Entscheidende bei den Verwaltungsräten ist, glaube ich, es gibt so ein Verwaltungsratsparadoxon. Irgendwie sollen sie erfahren sein und gleichzeitig auch Entscheidungen treffen, zum Beispiel über die Digitalisierung. Wie soll das gehen? Geht eigentlich nicht. Klar ist aber geworden, diese Idee, dass man da immer den Dorfältesten zum Oberboss macht, das ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit nicht mehr so richtig zeitgemäß. So, heute Morgen ging es los. Am zweiten Tag kriegen wir ja immer, weil die Nacht kurz war, so einen Aufwecker. Diesmal war es ein Niederländer, Juri van Geest. Und was hat der uns erzählt? Er hat gesagt, okay, wenn wir in der Gegenwart leben und die Realität, das ist eigentlich ein permanentes Museum. Ja, wenn wir glauben, wir haben die Welt verstanden, dann hat die sich schon wieder verändert. Er hat auch gesagt, dass die digitale Transformation ein Problem von gestern ist. Das war vor 5 Jahren aktuell. Also falls jemand von Ihnen jetzt hier geglaubt hat, er fängt jetzt an mit digitaler Transformation, dann sind Sie schon total raus. Wir stehen vor dem Tsunami und merken das manchmal gar nicht. Und die tollsten Computer sind jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, 100 Millionen Mal schneller als ein normaler Computer. Und wo stehen die? Die stehen leider nicht in der Schweiz, die stehen auch nicht in Europa, sondern die stehen in China. Das heißt, die Chinesen sind auch da schon vorne weg. Und das sollte uns vielleicht ein bisschen beunruhigen. Es gibt tolle Unternehmen, da haben vielleicht die Schweizer Versicherungswirtschaft zugehört, Lemonade. Die Allianz ist schon beteiligt, die waren da vielleicht schneller. Was machen die? Da kriegt man, wenn ich das richtig verstanden habe, man ruft da an und die künstliche Intelligenz erkennt, ob wir lügen oder nicht und ob wir dann unsere Prämie bekommen. Und vielleicht könnte man so eine Technik ja auch bei Politikern einsetzen, dass wir dann vielleicht verstehen, ja, ob die lügen oder nicht. Dann werden sie vielleicht sagen, naja, das ist eigentlich relativ einfach. Ja. Ja, und auch hier ging es wieder darum, dass die Maschinen sich mittlerweile irgendwie mit sich selber beschäftigen. Es wird alles exponentiell und um 1 Milliarde Kapitalisierung zu haben, dauert das nur noch 10 Monate oder so. Also ich kann sagen, bei meiner Firma dauert es wahrscheinlich noch länger, bei Ihnen vielleicht auch. Gucken wir mal.
Karl-Erich van Haupt. Ich finde es immer toll, wenn solche Unternehmer hier auf der Bühne stehen. Der hat den Laden ja auch geerbt und das hat man ja gemerkt. Ja, da waren auch dann Dinge dabei, die wollte er eigentlich gar nicht haben. Und es hat lange gedauert, bis sie sich davon verabschiedet haben. Ich weiß, wovon ich rede, weil dieser Kaisers, einer davon, der steht auch bei uns um die Ecke. Und es war toll, wie er beschrieben hat, wie das Umfeld so reagiert, als er dann angefangen hat, sich mit diesem ganzen digitalen Kram zu beschäftigen. Die haben ja nicht gesagt, Mensch, der hat studiert, der hat den Laden in vierte Generation übernommen, der weiß bestimmt, was er tut, sondern es gab eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, der ist doof, der ist verrückt. Ja, das ist, kann nicht funktionieren. Woher hatte er seine tollen Ideen? Von der Weihnachtsliste seiner Kinder. Ja, weil die hatten nämlich 2006 auf die Wunschzettel schon draufgeschrieben, wo er das im Internet, was ihm eigentlich noch verdächtig war, bestellen kann. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, okay, den Online-Shop verkaufen wir doch nicht. Wir wissen nicht, was er daraus gemacht hat, aber er hat dann auf jeden Fall richtig investiert. Jemand kam zu ihm, die Samwer-Brüder haben gesagt, Mensch, wir haben ein ganz tolles Business, wir machen 6 Millionen Umsatz und der Laden ist aber nach unserer Berechnung schon 200 Millionen wert. Dann hat er nachgerechnet, hat gesagt, sind die bescheuert? Und dann hat er aber doch investiert. Und er hat dann irgendwann geschmunzelt, weil offensichtlich ist es doch ganz gut, mittlerweile bei einem Unternehmen beteiligt zu sein, das 3,6 Milliarden Euro Umsatz im letzten Jahr gemacht hat. Und was sind die Tipps, die er für Sie hat? Erstens, wer von Ihnen sitzt neben Leuten, die er schon kennt? Wer kommt gerne hierher, weil Sie sagen, ich treffe hier immer so viele sympathische Unternehmer, Leute, die ich mag, ich freue mich schon das ganze Jahr drauf. Bei wem ist das so? Ja, ich habe jetzt eine schlechte Nachricht, das ist genau das Problem. Das hat er nämlich gesagt, umgeben Sie sich mit Leuten, die Sie nicht kennen, umgeben Sie sich mit Leuten, die total anders sind. Weil wenn Sie was anders machen wollen, dann sagt Ihr Umfeld meistens, mach das nicht. Dominik weiß vielleicht, wie sich das anfühlt. Vielleicht haben auch viele Leute gesagt, boah, mach das nicht anders, lass alles so. Aber er ändert es. Ja? Bauen Sie also ein Netzwerk auf, schaffen Sie ein Experimentierfeld und machen Sie das, was wahrscheinlich ein Schweizer nie machen würde. Oh. Ja, verbrennen Sie Geld. Also nicht so, sondern geben Sie irgendwelchen jungen Wilden Geld weit weg vom Headquarter und sorgen Sie dafür, dass die sich ein bisschen ausprobieren können. Dann kam ein Mann, der war der Patagonia-Gründer. Also eigentlich wollte er seine Ruhe haben, er wollte klettern und Spaß haben. Er hat sich dann im Nationalpark eingeschlossen. Und dann hat er festgestellt, scheiße, diese Kletterhaken, die funktionieren nicht. Also ist er schnell Schmied geworden, hat die Dinger selbst gebastelt, dann verkauft. Am Anfang noch aus seinem alten Bulli wahrscheinlich, der da unten steht. Den haben Sie vielleicht gesehen. Und irgendwann war er, glaube ich, in Irland, Schottland irgendwie. Da hat er irgendwie ein Rugby-Shirt gesehen. Das hat er mit in die USA gemacht und daraus genommen. Und dann ist versehentlich daraus eine Firma geworden. Patagonia, die sind total erfolgreich. Selbst wenn er sagt, kauft es nicht, kaufen das alle. Ist er jetzt ein Marketing-Genie? Er wusste nicht so richtig, wir glauben schon. Mittlerweile verdient er auch Geld mit Sachen, wo er sagt, wenn du zu fett geworden bist, gib mir deine Sachen zurück. Ja, wir finden andere, die da noch reinpassen. Damit verdient er jetzt auch eine ganze Menge Geld. Und das könnte eigentlich die ganze Zeit so weitergehen. Er behauptet, er lebt in der Gegenwart. Ja, Zen-Buddhismus, das ist ja sein Ding. Ja, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart. Aber irgendwie hat er auch gesagt mal, ich bin auch ein bisschen pessimistisch über die Zukunft. Das ist dann eigentlich ein kleiner Widerspruch. Er hat gesagt, er ist ziemlich authentisch. Das haben wir gemerkt. Höflich ist er nicht, weil er hat am Ende das Schweizer Taschenmesser abgelehnt. Frau Forster, die macht schicke Spitzen. Waren das Spitzen? Und sie hat einen Schwinger in der Geschäftsführung, der Finanzchef. Ich habe da erst mal nachgefragt, was das ist. Ich habe das nicht so genau verstanden. Es war kein Schwimmer und kein Swinger, sondern ein Schwinger. Und irgendwie hilft das, wenn sie mit ihrem Bruder Stress hat. Und das Geheimnis ist, sie hat festgestellt, sie war in St. Gallen, da hat man ihr 4 Jahre lang erzählt, sie wäre ganz toll, dann hat sie die Firma übernommen, dann hat sie festgestellt, es ist doch nicht so toll, was sie da gelernt hat, ist aber egal. Und sie sorgt dafür, dass sie am Ende des Jahres immer noch Lust hat, mit ihrem Bruder, mit dem sie das zusammen macht, Weihnachten zu feiern. Vielleicht auch ein guter Tipp, ja, wenn Sie mit dem Vorstand Weihnachten feiern, wenn Sie da noch Lust drauf haben, dann hat das ja gut funktioniert. Und sie hat gesagt, nee, Facebook hat sie keine Zeit, sie will keine Katzenvideos angucken. Da muss ich sagen, vielleicht können Sie der jungen Dame noch mal sagen, dass ein modernes Unternehmen in der heutigen Zeit sich schon auch um Facebook
kümmern sollte. Dann haben wir wieder so eine Diskussion gehabt, da ging es halt wieder um das Politiker-Bashing. Toll ist, es gibt jetzt eine Anti-Regulierungsbehörde, also Bürokratie mit Bürokratie abschaffen. Das ist ja sogar dem einen aufgefallen, dass das vielleicht ein bisschen komisch ist. Dann gab es jemanden, der kann nicht Auto fahren, schreibt aber viele Bücher, in denen er meckert. Und der hat auch schon das Motto vorgegeben, ja, der Herr Kappeler, das Motto fürs nächste Mal, weil das heißt dann Thick Bing. Ja, vielleicht können Sie ja, er kann sein nächstes Buch ja vielleicht so nennen. Und der Brexit ist eigentlich gar kein Brexit, sondern der Brexit ist ein B-Swiss. Wir haben ja dieses tolle Video gesehen. Das können Sie alle nochmal angucken, damit Sie wissen, wie toll die Schweiz ist. Ja, dann gab es diesen Dichter. Ach, boah, keine Ahnung, also da hätte ich diese Skype-Simultanübersetzung haben müssen. Da habe ich nichts verstanden, es tut mir leid. Also, das war Schweizer White Trash Talk, glaube ich. Ja, Berndeutsch, glaube ich, nennt man das. Ja, dann, das ist sehr mutig, am Nachmittag, nach der Pause, wenn die Leute Kuchen gegessen haben, doch einen etwas distinguierten, ruhigen Harvard-Professor hier auf die Bühne zu lassen. Muss ich sagen, ich habe mich dann auch sofort daran erinnert, warum ich mein BWL-Studium abgebrochen habe. Das Entscheidende, was ich mitgenommen habe, ist, Sie müssen sich immer fragen, was ist der Job, ja, der erledigt werden muss? Zum Beispiel, warum trinken die Leute Milchshake beim Autofahren? Weil durch diesen bescheuerten Strohhalm, der so dünn ist, dauert es 23 Minuten, bis Sie das Zeug endlich überhaupt drin haben. Und das ist besser als ein Kaffee, weil Sie haben einen langen Weg zur Arbeit, das macht keinen Spaß. Und deshalb trinken die dann ja, diese komischen Milchshakes. Und diese Frage, what is the job that has to be done, die sollen Sie sich auch fragen. Und dann können Sie Unternehmen gründen, so wie Samsung und Kia. Versehentlich hat das dann IKEA genannt. Schön fand ich auch die Folien, das ist also auch in Harvard immer noch nicht angekommen, dass man das vielleicht auch ein bisschen anders machen kann. Schön war auch dieser Moment, wo er dann gesagt hat, I read this. I read this. Ja, das ist schön. Lesestunde. Und zum Schluss der Optimist, der uns gezeigt hat, wir sollen einfach mal ordentlich in den Krieg ziehen. Ich dachte, als der anfing, da ist München und dann haben wir die alle erschossen und so. Ich dachte, wo geht denn diese Reise hier hin? Das wird dann doch gefährlich. Francis Fukuyama war falsch. Ja, also ich kann mich erinnern an dieses Buch 92 und da haben wir alle drüber diskutiert, dass es wahrscheinlich nicht stimmt und es stimmt wirklich nicht. Und ja, Trump ist halt so, wie er ist und Putin ist gar nicht böse, sondern der ist so wie Bismarck. Okay, ein Realpolitiker. Und was nehmen wir jetzt mit für Sie, was nehmen Sie mit nach Hause? Können Sie sich noch erinnern, wo Sie den größten Applaus gegeben haben? Den größten Applaus haben Sie alle hier gegeben, als es eigentlich um Traditionen ging. Als hier gejungen wurde, gejodelt. Ja, also, und ich glaube, das macht die Schweiz aus. Das wurde ja hier auf der Bühne auch gesagt. Diese Verbindung zwischen der Tradition und den Werten und dieser moderne Ansatz, die Innovationskraft und diese tollen Unternehmen. Und ich glaube, live the wild, Sie könnten auch sagen, stay Swiss wild. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.